Hallo und herzlich willkommen, ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Far Cry 5 und wir gehen jetzt mal zu dem alten Mann. So. Gut, du hast was Passendes gefunden. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Sehr gut. Vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Verlasse den Bunker. Was war das denn hier? Ja, cool. In Richtung Süden. Du musst nicht den Helden spielen, aber... Danke, Deputy. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Okay. Okay.
Ist hier gar nichts? Kann ich hier gar nichts machen? Ah. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach du Scheiße! Das klang nicht so gut, hä? So, aber 50 Meter in die Richtung soll was sein. Kann ich doch die Seilrutsche da benutzen, ne? Oh shit. Ey, dass das jedes Mal in der Aufnahme passiert, ne? Ich hab mich drauf geachtet. Jedes Mal. Ich lade die Dinge auch echt selten auf. Okay. Was war denn hier gerade X? So, Prepper Notiz. Hey Mike, ich wollte das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesigen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist, aber der ist abgeschlossen. Und du hast mir den Schlüssel nicht dagelassen, also überlasse ich das dir. Okay. Nee, du sollst da nicht hochgehen. Also wieder hier raustauchen.
Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Was ist das denn? Oh, dried food, okay. Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, stell Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Oh, Monitors. Ja, Sprengstoff herstellen, okay. Und die Papiere kann ich nicht nehmen, okay. Boah, ich bin jetzt gerade echt mit mir am Hadern. Ich hätte schon Bock auf einen Bogen, aber eine vollautomatische Waffe ist halt auch nicht zu verachten. Irgendwas hier? Hier ist nichts. Oh, da ist Monitors. Da ist nichts mehr. Okay. Befreie Dutch Insel. Sektenschrein. Wachturm. Sektenschrein. Dann gehen wir mal zu dem Sektenschrein hin. 130 Meter. Dann wandern wir mal schnell dahin. Oh, Rangerstation. Sektenausposten. Oh. Okay, ich bin komplett in die falsche Richtung. Ich laufe erstmal zu dem Sektenschrein. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich für das andere schon ausreichend equipped bin oder so. Jetzt habe ich einen blöden Ast. Plündern. Wow. Also viel finden tut man ja echt. Ne? Also ist jetzt nicht wenig, was man hier immer findet. Was? Da ist noch was. Gehäuse und ein Verschluss.
gehofft. Scheiße, hör zu! Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Boah, Hilfe auf Abruf. Ja, den holen wir jetzt uns mal eben, damit wir hier die Insel langsam befreit bekommen. Das klärt sich. Da, ein Sünder! Wo war er? Ich guck gerade, ob hier noch irgendwas Cooles liegt. Ich war erledigt. Danke. Wow. Ich helfe gerne, wo ich kann. Nice. Hey, Deputy. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Keine Sekunde nachlassen. Okay. Waldforschungsstation. Ja gut, gehen wir da mal hin. So, drücke um Hilfe auf Abruf an einen bestimmten Ort zu bewegen, okay. Um deine Hilfe auf Abruf zu befehlen, den anvisierten Gegner zu angreifen, zu greifen, okay. Das ist natürlich nice. Psst, Feind gesichtet. Ich rücke vor. Was machst du? Ich nehme dann auch mal mein dickes Gewehr. Was ein Psychopath? Bin unterwegs. Boah, ist jetzt tot. Chill, Mann. Hab dich doch. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peckys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Nix zum Plündern. Gibt's noch Munition? Wenn ich sterbe, dann aber mit Würde. Ja, wir können ja. Ich vergesse immer, die zu plündern. Plündern voll. Also er hätte nur was gehabt, was ich schon genug habe, oder? Wer sucht jetzt gefunden? Boah, Kaliber 50 Munition. Boah. Ganz schön viele Kisten hier. Fühlt sich gut an. Thank you.
Scheiße. Den muss ich meine ich. Geh mal zur Seite. Was? Gott verdammt! Die gehen gar nicht kaputt, die Weißen, okay? Du bist ein Engel. Vielen Dank. Echt jetzt. Vielen Dank. Ja, immer gerne. Da hat jemand seine Kippe vergessen. Oh. Sektenschrein. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der ganzen Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen und wachsen kann. Für Eden's Gate. Ja. Kranker Psychopath. Oh, da ist wieder was. Oh, Moneten. Okay, aber ich würde sagen, wir machen hier mal jetzt einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht und ich sag bis zum nächsten Mal, bis dahin, ciao.